Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Enderal. In der letzten Folge habe ich ja durchaus sehr gemein mit einem Cliffhanger geendet, denn wir sind jetzt hier in dieser Höhle drin und da vorne sehen wir schon unsere Kollegen, um die wir uns wahrscheinlich jetzt kümmern müssen. Oha, das habe ich nicht gesehen, diesen Stolperdraht, aber wir waren zum Glück langsam genug. Ich schätze mal, das ist ein Gegner. Ich schieße jetzt mal drauf. Ich meine, warum sollten sie es nicht sein? Ein enderalischer Söldner. Der schon Bock hat, würde ich mal sagen. Er hat Bock. Und irgendwo ist noch ein zweiter. Ja, beim Namen der Sonne. Wie heißt denn die Sonne überhaupt? Wenn ich mal fragen darf. Weiß ich, glaube ich, gerade gar nicht auswendig. Ah, guck mal, der stirbt gar nicht. Spannend. Und der macht irgendwie nichts. Aber wir scheinen ihn nicht tot zu bekommen. Ja, der teleportiert sich einfach weg. Natürlich. Dann hätten wir den easy kriegen können. Beweise für die Schuld der Sichel finden. Ja, die werden wir jetzt wahrscheinlich finden, ne? Aber wir haben die auf jeden Fall überrumpelt, das muss man schon sagen. Die waren jetzt nicht unbedingt vorbereitet. Konnten natürlich wieder fliehen, klar. Aber dennoch haben wir die, glaube ich, ganz gut hier überwältigen können. Nachricht der Sichel. Natürlich würde ich da drin eine Nachricht überwältigen, also ganz ehrlich. Soll ich euch das wirklich glauben? Ah, je, oh je. Schauen wir mal, was da drin steht. Darga, danke für deinen ausführlichen Bericht. Was deine Frage angeht, wir werden weiter nach Plan verfahren. Unsere Quellen zufolge hat Onelis kürzlich, wie erwartet, den Bund kontaktiert. Sie vermutet, dass wir hinter dem Angriff stecken, aber hat nichts in der Hand. Und das weiß sie genauso gut wie wir. Gerade die Auseinandersetzung des Protektors mit den Assassinen und das Nachbrauen des Giftes, exzellente Idee, wird das Tribunal auf unsere Seite ziehen. Wir sollten diese bunten Kaspers es tatsächlich ins Spiel bringen. Ich gebe ihnen noch 2 Wochen, vielleicht 3. Dann werden sie nachgeben, uns einen Teil des Preises zahlen und wieder zurück auf ihre Plantagen segeln. Der genaue Zeitpunkt und Ort für die Übergabe des Idols werden wir in den nächsten Tagen mündlich mitgeteilt werden. Verbrenne diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast. MG. PS, bring mindestens 5 gute Männer zum Treffpunkt mit. Diesen Erstarrten ist genauso wenig zu trauen wie den Bronzehäutigen. Ja, wie gesagt, Skorpion und Löwe. Ja, das sind, glaube ich, die beiden. Also Löwe ist, glaube ich, die Sichel. Und Skorpion sind die Kyrana oder wie auch immer. Ich vergesse sie. Oder Kilee. Ich vergesse sie, ehrlich gesagt, immer. Ist auch eigentlich nicht so wichtig. Fragment linker Zahn. Cool, da haben wir noch ein Fragment gefunden. Ich weiß immer noch nicht, was mit denen zu tun hat. Das Pulver fasse ich mal mit. Aber, ne, nehmen wir mal mit. So. Spannend. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nee, eigentlich nicht. Schlafen wir mal eine Stunde. Ja, es ist schon sehr interessant. Wie gesagt, ich vermute eigentlich eine dritte Person dahinter, die diesen Brief auch mehr oder weniger verfasst hat. Aber kann mich natürlich auch täuschen. Ja, vielleicht ist es doch einer von den anderen Kollegen. Von diesen beiden Streitern. Leere Schatulle, die wir knacken können. Ja, sicher nicht. Na gut, hier ist sonst nichts, ne? Wir können mal kurz schauen. Nee, da ist auf jeden Fall Ende. Eine kleine Höhle, aber auf jeden Fall ganz interessant. Wir speichern hier, denke ich mal. Und verfolgen einfach mal diesen Queststrang erstmal weiter. Ich möchte jetzt wirklich wissen, was so passiert. Das heißt, wir wählen Rückkehr aus, denn ich würde sagen, wir müssen jetzt zunächst mal vermutlich zurück in die Unterstadt. Und dort entsprechend Bericht erstatten. Machen wir das einfach mal ganz kurz.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Questreihe der Goldenen Sichel gefällt mir echt gut. Es ist wirklich cool gemacht, die Entscheidungen, die Möglichkeiten, die verschiedenen Stränge, die verschiedenen Leute, alle mit irgendwie unterschiedlichen Zielen und es ist verdammt gut. Es gefällt mir echt gut. Allein für diese Questreihe lohnt es sich einfach schon, Enderal hier mit dem DLC nochmal zu spielen. Allein schon deswegen. Es ist wirklich... Ich kann es immer nur empfehlen. So, wir wollen in die Hauptkaverne. Ja, es ist einfach geil. So, wundert mich nur gerade, dass wir... Ach so, wir müssen das erst markieren. Okay. Einen Obolus, der Herr wird es euch vergüten. Finde ich natürlich auch ganz kurz noch. Wir haben ja jetzt hier irgendwie so zwei Tiere. Löwe und Skorpion. Finde ich auch spannend, diese Wahl der Tiere. Die passen durchaus. Löwe... Ja, doch, passt schon irgendwie auch so ein bisschen. Ja, der ist ja dieser Groschenfürst, wie er heißt. Nee, das war, glaube ich, der andere. Auf jeden Fall, der ist so durchaus so ein bisschen, kommt manchmal so ein bisschen rabiat vor. Ist durchaus auf jeden Fall ein bisschen, so, ich sage so in Anführungszeichen, rassistisch. Ja. Also er hat auf jeden Fall Vorurteile, sagen wir es mal so. Ja, hier ist er auch wirklich super. Wir gehen mal rein, das nerven die hoffentlich nicht so mit ihren Geräuschen. Genau, also. Und gleichzeitig hier, Skorpion, passt zu ihr auch super. Sie ist durchaus so ein bisschen hinterlistig. Sie sticht gerne. Nee, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Aber ich finde, die Tiere, die da gewählt wurden, die passen wirklich gut. Die passen echt gut. So, die Jam. Ich war in der Höhle und diese Notiz habe ich bekommen. Zeit. Ja. Saras Yodule. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, Na, in der Höhle waren auch noch zwei Söldner, die mich attackiert haben. Einer ist leider davongekommen. Diese Schweine. Aber das heißt auch, dass sie wissen, dass wir es wissen. Verdammt, was machen wir nun? Ja. Trefft mich in 20 Minuten am Kontor. Was habt ihr vor? Etwas, mit dem sie nicht rechnen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Groschenfürst versuchen wird, uns loszuwerden. Jetzt, wo wir Bescheid wissen. Und ich plane nicht, das geschehen zu lassen. Gut, dann treffe ich euch beim Kontor, wo auch immer Perfekt. Der ist. Und danke. Wir gehen einfach direkt hin, ihr... Wir haben ja keinen wirklichen Grund, jetzt hier groß Zeit zu vertrödeln. Ich weiß nur nicht, wo dieser blöde Kontor ist. Deswegen glaube ich, wir werden mal nicht schnell reisen, sondern wir werden tatsächlich... Ich meine, Kontor klingt ein bisschen wie Hafen, so die Richtung, aber ich kann mich da auch täuschen. Deswegen, wir werden hier einfach mal laufen. Dem Questmarker nach. Wir könnten natürlich auf der Karte gucken, klar. Aber wir laufen mal dem Questmarker nach, weil es ein bisschen realistischer, wenn man so will. Aber ich bin echt gespannt, was hier noch so passieren wird. Bin ich wirklich gespannt. Okay, schaue ich mal ganz kurz doch auf der Karte. Wo müssen wir denn hin? Im Südviertel. Da ist wohl der Kontor. Okay, dann gehen wir da mal möglichst schnell hin. Ja. Man muss halt sehen, wo man bin echt gespannt, wie sich das jetzt hier aufklären wird. Ob sich das jetzt überhaupt aufklären wird. Wer hier vielleicht sein Leben lassen muss. Wer tatsächlich dahinter steckt. Ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich nehme auch schon viel länger auf, als ich eigentlich... Oder was heißt viel länger? Ich nehme jetzt schon diese Folge extra auf. Ich wollte eigentlich schon davor aufhören, aber ganz ehrlich. Ich will doch wissen, wie es war. Ach, das ist das Ding. Okay. Wo ist die Jam? Gute Frage, aber die wird doch jetzt nicht den Kontor hier angreifen wollen. Oder was hat die vor? Ein letztes Mal. Niemand verlässt dieses Gebäude, bis Groschenfürst uns das Geld zurückgegeben hat. Ihr macht einen großen Fehler, Weib. Ich hoffe, das ist euch klar. Achtet auf euren Ton, Bürschchen. Ich bin es leid, mir eure und Groschenfürst Respektlosigkeiten anzuhören. Da seid ihr ja. Verzeiht, dass wir vorgegangen sind. Ihr? Ja, er. Was für eine Überraschung, nicht wahr? Ihr solltet euch schämen. Ach ja, wofür denn? Wollt ihr mir das verraten? Dafür, dass er das Fünkchen Anstand hat, das euch allen zu fehlen scheint? Okay, Moment mal. Ich halte diese Aktion erstens für dämlich. Also wirklich für dämlich.
Mail Groschenfürst ist schuld an all dem, nicht diese Arbeiter. Wenn ja, in der Tat. Aber ich halte es immer noch für überstürzt. Und ich glaube immer noch nicht, dass die Leute hier von der Sichel tatsächlich das... Also wie gesagt, ich vermute immer noch eine weitere Person. Und die hier haben in der Tat gar nichts damit zu tun. Jeder hier sollte sich mal ein bisschen beruhigen, auf jeden Fall. Wohin soll das hier führen? Haltet ihr die Arbeiter gefangen? Ja, fragen wir erstmal so. Ja, das tue ich. Ich bin es leid, zuzusehen, wie dieser Bastard Groschenfürst uns mit Füßen tritt. Und bis er sich auf Knien bei uns entschuldigt, uns das Gold zurückgibt und den Skarabäus gleich dazu, verlässt niemand ohne meine ausdrückliche Erlaubnis dieses Kontor. Zumindest nicht lebend. Das ist eine dumme Idee. Die Garde wird das Konto einfach stürmen, wenn es hart auf hart kommt. Halt ihr das für realistisch? Na, fragen wir mal so. Realistischer als darauf zu warten, dass Maels Erstarrte uns die Kehle durchschneiden. Meinst du nicht? Das reicht mir jetzt. Einen Schritt weiter und ihr könnt eure Gedärme vom Boden aufsammeln. Steckt das weg. Sofort. Habt ihr was an den Ohren? Steckt das weg. Bitte, Messer, zwingt mich nicht dazu, das zu... Saras Jotule. Ich halte mich da gerade erstmal noch raus, weil ich das für so dämlich halte. Für so wahnsinnig dämlich. Ganz ehrlich. Ist das alles? Ist das alles? Was passiert da eigentlich? Also, ich glaube, ihre Kollegen sind schon tot, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Kann sie sterben? Ich würde eigentlich vermuten, nein. Scheint aber irgendwie... Ah doch, jetzt hat sie da ein bisschen Schaden gemacht. Ich habe sie leider hier nicht auf dem Radar. Achso, weil sie ja kein Gegner ist. Ja, daran liegt es wahrscheinlich. Lassen die mal kämpfen. Wir halten uns aber mal raus, ne? Ich meine, wenn das tatsächlich hier so funktioniert, da haben wir zumindest hier kein Leben auf dem Gebiss. Und ist jetzt nicht gerade aktiv. So. Oh, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh. Großartiger Plan, also wirklich, oder das trifft es ganz gut. Beides passt. Dieser Kerl war schuld, verdammt nochmal. Er hat es herausgefordert. Er wollte mich verdammt nochmal töten. Wir müssen hier weg. Sofort. Ja, wohin? Weg aus der Stadt, irgendwohin. Zumindest ich. Außer den Leuten hier weiß ja niemand, dass ihr mir geholfen habt. Gut. Gut, gut, gut. Wie machen wir das? Wir brauchen einen versteckten Ausgang, damit uns niemand aus dem Gebäude kommen sieht. Durchsucht die Gegend. Wir haben hier hinten diese Tür, da wollte ich immer mal rein. Ich mache jetzt hier mal einen Schnellspeicherpunkt. Mir gefällt die Geschichte nicht so wirklich, wie das jetzt hier abgelaufen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt gerade halte ich doch die andere Richtung für sinnvoller, dass wir da Bericht erstatten. Weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Sichel dahinter steckt. Und jetzt haben wir da die alle, hier jetzt nicht direkt, aber die wurden jetzt alle abgeschlachtet. Das ist natürlich schon etwas... Jetzt bin ich sogar noch ein bisschen hier unter Spannung. Also jetzt das... Schlossknacken verkacke. So, gut, das haben wir hinbekommen. Wollte ich schon immer mal wissen, was hier hinten drin ist. Aber scheinbar nur Zeug. Nicht so spannend. Hinten ist auch irgendwas. Meister. Ach du Heilige. Können wir mittlerweile auch knacken, es wird nur schwer. Da war, glaube ich, nichts. Ich war gerade kurz unsicher, aber... Ah, jawohl, wir haben die Richtung schon gefunden. Ah, Mist.
Okay, immerhin kennen wir schon mal die ungefähre Richtung. Nein. Ich weiß nicht, ob wir tiefer müssen. Ah. Ja, müssen wir. Das ist schwierig, weil wir sind natürlich im Schlossberg noch nicht so gut. Das heißt, wir müssen das wirklich pixelgenau treffen. Ah, wir sind echt nah dran, aber noch nicht ganz. Suchen wir mal ein bisschen diese Textur dazu merken. Ja, wir haben es offen. Okay, haben wir einige Dietriche verbraucht. Aber jetzt sind wir mal hier drin. Ich will einfach mal schauen, was hier so ist. Goldbarrenstapel. 8 Goldbarren. Okay. Na gut, aber im Endeffekt nur Lager hier, ne? Fragment rechter Zahn. Das ist cool. Ah, viele Barren, aber sonst. Das Fragment nehme ich jetzt mal ganz kurz mit. Oh gut, das können wir auch mal anders kriegen. Das ist jetzt nicht das Problem. Wir sollen jetzt den Ausgang finden, weißt du? Das soll doch eigentlich sie machen. So sehe ich jetzt nicht ein, warum wir das ist. Naja. Was ist das? Eine Falltür? Das sieht gut aus. Dann los. Oh, da geht's in die Gruft. Cool. Na gut, folgen wir da erstmal noch kurz. Ach, direkt beim Balsamierer. Na gut, ich meine, hier waren wir schon mal. Wir hatten hier eigentlich schon mal aufgeräumt. Die Gegner müssen respawned sein. Aber mittlerweile ist es ja auch kein Problem mehr. Die Gegner. Das haben wir ja schnell. Ich bin aber wirklich immer noch ein bisschen... Naja, ich halte es immer noch nicht so unbedingt für die richtige Entscheidung, was wir gerade machen. Also die ganze Geschichte ist halt... Das kann einfach nicht wahr sein. Stinkt zum Himmel. So. Wo müssen wir denn jetzt ungefähr hin? Weil da ist sie und wir müssen aber woanders hin. Wir verlaufen uns hier völlig. Wenn man hier schnell durch will, ist es ein verdammter Irrgarten. Das ist sie. Wir müssen eigentlich in diese Richtung. Hier ist eine Tür. So, ah ja, okay. Da sind wir doch ganz gut und schnell durchgekommen. Wir kommen jetzt ins Kasernenviertel, wo wir vermutlich schon erwartet werden. Nee, keine Ahnung. Wir werden sehen. Also generell, ich halte diese ganze Entscheidung von ihr halt einfach für... absolut dämlich, dass sie da jetzt da plötzlich die Leute gefangen nimmt. Das war relativ blöd. Wartet. Dann sucht weiter. Sie kann noch nicht aus der Stadt entkommen sein. Verstanden, Kommandantin. Ach so. Huch. Ist einfach fertig. Interessant. Also wir müssen uns wirklich vor den Wachen verstecken. Das war mir jetzt nicht bewusst. Weil ich dachte eigentlich, naja, sie wird ja gesucht, nicht wir. Das hat ja wieder gut geklappt. Dann sucht weiter. Sie kann noch nicht aus der Stadt entkommen sein. Außen Kalia da vorne. Herausfinden, wo sie Groschenfürst hingebracht hat. Und dann schmeißt sie ins Gefängnis. Wir verhören sie später. Verstanden. Verdammt. Hier kommen wir nicht durch. Aber eben. Was war das mit Maiel Groschenfürst? Die Kommandantin meinte, ihr wüsstet, wo er ist. Das habe ich auch gehört. Und ich habe nicht den blassesten Schimmer, wovon sie spricht. Gibt es vielleicht einen Schleichweg aus der Stadt? Dazu müssten wir erst einmal hier rauskommen. Und das schaffen wir nicht. Selbst mit deiner Hilfe. Ich... Es hat keinen Sinn. So kommen wir nicht weiter. Ich muss mich stellen. Ja, mach das Sie mal. Werden mich ins Gefängnis werfen. Das hast du ja eben gehört. Du solltest zurück in die Gruft gehen und warten, bis sie abgezogen sind. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, mich irgendwie rauszuholen, bevor die Sichel dafür sorgt, dass ich hänge. Hängen. Man könnte fast vergessen, dass wir hier nur Geschäfte machen wollten. Wie soll ich das anstellen? Ich weiß es nicht, verdammt. Lass dir einfach irgendetwas einfallen. Entschuldige,
Das ist einfach etwas viel. Ja, das ist... Ich weiß sehr zu schätzen, was du für mich getan hast. Wirklich. Jetzt los. Geh zurück in die Gruft, bevor sie etwas merken. Warum laufen wir gerade so unglaublich langsam? Oh, jetzt geht's irgendwie etwas schneller. Okay, finde ich eigentlich erstmal gut, dass sie sich jetzt stellen will. Ja. Dass sie zumindest zu ihren Taten stehen will, weil, naja, die waren definitiv falsch. Ich glaube, da sind wir uns recht einig. Wo sollen wir jetzt lang? Es gibt einen anderen Weg, klar, in die Unterstadt. Und da kommen dann die Ralata, kann das sein? Weil wie gesagt, die würde ich eigentlich immer noch vermuten, dass die dahinter stecken. Glücklicherweise respawnen hier die Gegner nicht. Wir hatten ja schon mal aufgeräumt. Na gut, außer die paar hier. Die Sache ist, ich habe gerade nicht so richtig Lust auf Kampf. Weiß nicht, ob es euch da auch so geht, aber ich will eigentlich nur wissen, was jetzt passiert. Wie es jetzt weitergeht. Keine Ahnung. Finde ich gerade irgendwie ja viel spannender als jetzt irgendein komischer Kampf. Genau, wir kommen nicht in die Leichengrube. Das ist mir auch bewusst. Hätten wir nicht auch schon direkt in die Leichengrube? Nein, nee, vermutlich nicht. Ein Weg ins Gefängnis finden, 3 Sterne. Jetzt sind hier auch noch Leute. Wir hätten ja mit dir hier... Naja, gut. Egal. Warum sind wir mit ihr nicht hier lang geflohen? Hätte man ja eigentlich genauso gut machen können. Jetzt sollen wir einen Weg ins Gefängnis der Stadt finden. Das finde ich natürlich eigentlich ganz witzig. Dass wir das machen sollen. Das machen wir auf jeden Fall mal. Nur wie wir dann fliehen sollen, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Aber okay. Wie gesagt, ich hätte jetzt eigentlich wirklich vermutet, dass wir hier jetzt auf irgendwas stoßen. Weil das ist ja eigentlich so, das wäre eigentlich perfekt. Das würde so gut zusammenpassen. Blöde Muratte. Macht sogar verhältnismäßig viel Schaden, aber gut, ist auch 3 Sterne, was wir gerade machen. So. Und 150 Erfahrung gibt's auch für so eine komische Ratte. Okay. Ich bin immer noch gespannt, wie es jetzt weitergeht, ganz ehrlich. Bogen weg. So, wo müssen wir denn ungefähr hin? Nur damit ich das jetzt grob weiß. Zur Kaserne. Okay, weil dann suchen wir einfach den nächsten Wegweiser. Hier ist ja schon einer. Und reisen ins Kasernenviertel. Ich wüsste immer noch gerne, ob das vorhin Kalia war. Es sah so ein bisschen ähnlich aus. Aber kann mich natürlich auch täuschen. So. Guten Abend. Die Festungsküche. Da waren wir schon mal drin, aber ich glaube, wir müssen dahin. Genau. Okay, wir machen das jetzt einfach mal schnurstracks. Ich will mich jetzt gar nicht groß aufhalten lassen. Wir haben ja immer noch die andere Möglichkeit, die ich auf jeden Fall auch testen möchte. Ich weiß nicht, ob wir hier einfach rumlaufen können. Ob wir uns hier irgendwie vor Wachen verstecken müssen. Was wollt ihr? Achso, Kommandantin Ehren schickt mich. Ich soll die Kilianerin verhören. Ach, und sie wartet euren Bericht wegen der Sache im Kontor. Das Kontor? Was? Natürlich, ja. Ich werde ihn sofort nachreichen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Haben wir schon den Schlüssel? Der ist scheinbar weg. Na sowas. Das ist doch mal ein erfreulicher Anblick. Ah, du siehst jetzt nicht mehr so gut aus. Was zum Henker haben die Gardisten denn überhaupt getan? Nichts, was ich nicht erwartet hätte. Sie sind felsenfest davon überzeugt, dass ich hinter der Entführung von Groschenfürst stecke. Ich verstehe das nicht. Könnte vielleicht jemand anderes dahinter stecken? Eine dritte Partei? Ja, davon gehe ich nämlich aus. Jemand anderes? Nein, das kann nicht sein. Ich kenne diesen Kerl, glaubt mir. Und ihr habt selbst gehört, wie ihr uns Kilianer behandelt. Es passt einfach zu gut ins Bild.
Tja, ich glaube, das ist genau das Problem. Wir müssen hier raus. Vorschläge? Der erste Schritt wäre, das Ding hier aufzukriegen. Ich... warte mal. Was zum... Was ist das? Ein Beutel. Schlüssel für die Fesseln. Und ein mysteriöser Brief. Wir könnten sie auch erstmal befreien, aber... Wer hat den Löwen gestohlen? Findet es heraus im Perpetuum-Theater auf der Malphas-Allee. Kommt allein und bezeugt eine Darbietung, die ihr nie vergessen werdet. Recht das Schweigen und der Vorhang bleibt geschlossen. PS, eure Gewandung wird es erzürnen, aber euer Leben nicht. Es folgt den Kanalweg vom Hauptkanal des Gefängnisses für weniger Wachen. Ihr werdet einen Hebel in den Gefängnishallen finden, der euch den Weg öffnet. Das ist so krass. Also, das ist ein Schlüssel und ein Brief. Ja, probier mal, ob der Schlüssel passt. Ja, der passt, würde ich mal sagen. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Was steht in dem Brief? Eine Anleitung, wie wir hier rauskommen und eine Einladung in das Perpetuum-Theater. Ich glaube, wir haben unseren dritten Mann. Zeig. Unglaublich. Oh, beim Namen der Sonne. Soll das heißen, wir sind die ganze Zeit an der Nase herumgeführt worden? Ja schon, ich nicht. Dass das im Kontor umsonst passiert ist. Ja, das hätte ich dir aber auch schon vorher sagen können, wenn du mal auf mich gehört hättest. Oder wenn ich es dir in irgendeiner Weise hätte sagen können, weil das Spiel das leider nicht zulässt. Das Ganze war eine Schnapsidee. Wir hätten es nicht zu weit kommen lassen dürfen. Ja, der Mann im Kontor hat zuerst angegriffen. Wir haben nichts falsch gemacht. Nichts falsch gemacht ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es war eine Schnapsidee. Und ja, er hat angegriffen, es war dumm von ihm, auf jeden Fall, aber... Naja, das Einzige, was wir für den Moment tun können, ist hier rauszukommen und zu sehen, was in diesem Theater vor sich geht. Richtig. Wenn dort wirklich das Skarabäus ist, ist das unsere Chance. Es schreit förmlich nach einer Falle, ja, aber bei uns bleibt in der Tat nichts anderes übrig. Ach was, deswegen sind wir ja zu zweit. Du hältst mir den Rücken frei, wenn etwas passiert. Sicher. Okay. Na gut, dann müssen wir erstmal hier raus. Wir sollten diesen Kanalisationsweg probieren, von dem in dem Brief die Rede ist. Geh du vor und bleib leise. Ja. Irgendwo muss es hier runtergehen. Huch. Ah, hallo. Dijam. Ja, ich meine. Ja, danke. Okay, da kommen wir durch. Ich meine, das dürfte hier vom Schleichen auch nicht schwer sein, wenn man hier überhaupt schleichen muss. Jetzt? Achso, ich glaube, wir brauchen einen Hebel, kann das sein? Wir können natürlich noch mal in den Brief schauen, wir können auch in der Quest schauen. Da müsst ihr eigentlich den Hebel finden, wer die... Hebel. Ich meine, er sagt hier, okay. Der Hebel kann also eigentlich nicht so weit sein, würde ich mal vermuten. Wo immer man hier einen Hebel einbaut. Die können manchmal doch echt versteckt sein, diese blöden Hebel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber kann man echt manchmal gut übersehen. Stand da irgendwas in diesem Brief, wo dieser Hebel sein sollte? Ah, falsches Ding. Es gibt leider... Nein, es gibt leider mehrere mysteriöse Briefe. In den Gefängnishallen. Okay, also wir sind hier, glaube ich, in den Hallen. Müsste also eigentlich hier sein. Schade, ich meine, hätte ja sein können, dass die Bank was triggert. Das ist nicht der Fall. Unter so einer Bank auch nicht, ja. Ah, diese Hebel sind manchmal echt blöd. Wie die findet. Hier ist eine Tür. Aber ich sehe keinen Hebel. Beim besten Willen nicht. Auch nicht hier. Ich meine, der kann ja überall sein, theoretisch. Das ist ein bisschen das Problem. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo ich suchen soll.
Die Beschreibung mit dem Hebel hätte etwas genauer sein können. Und hier sind ja eigentlich nicht mehr die Gefängnishallen an sich, ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Marker ist ja hier. Nee, das ist nichts. Ja, es muss ja nicht irgendwo sein. Das, wahrscheinlich habt ihr es schon lang gesehen, ja, aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man selber spielt, sieht man es meistens noch langsamer, leider. Nein, das ist kein Hebel. Jetzt sehe ich zum Teil schon Hebel, wo gar keine sind. Einfach nur wegen den Schatten. Im Sack wird auch nichts sein. Ah, hier. Moment. Perfekt. Ja, es war eigentlich nicht so schwer zu finden. Cornelis Taten waren nicht im geringsten im Geiste des Zuckerinselbundes. Und wir bedauern das Geschehene zutiefst. Als Zeichen unserer Aufrichtigkeit sind wir bereit, 10.000 endraleische Groschen auf den Kaufpreis draufzugeben. Was aber nur in Kraft tritt, wenn der grüne Skarabäus an uns übergeben wird. Außerdem, die Cham Onelis wird in endraleischen Gewahrsam gegeben, damit ihr sie nach endraleischem Gesetz bestrafen könnt. Ihr lasst sie also zurück. Es ist nur angemessen in Anbetracht ihrer Taten. Denkt darüber nach. Das ist nicht meine Entscheidung. Ihr werdet von uns hören, Messer. Beim Namen der Sonne. Das glaube ich einfach nicht. Ja, aber wer war das denn nun? Kanntet ihr den Mann? Zu gut. Meister Olan. Er ist ein hohes Tier auf Kelee. Dann hat der Zuckerinselbund euren Brief bekommen und diesen Mann zum Verhandeln geschickt? Richtig. Und sie wollen mich hier lassen als Entschädigung. Es tut mir leid. Bastarde. Gehen wir weiter. Sie werden bald merken, dass ich fort bin. Ja. Also so kommt der Kollege tatsächlich aus Iren rein, wenn ich es gerade richtig verstehe. Vor. Ah ja, hier geht's lang. Cool. Jetzt bin ich aber gespannt, wo wir da eins langkommen. Mensch, ich finde das ganz so geil. Ich will nicht einfach weitermachen. Ah, es ist... Acht Heilige. Okay, es ist längst Zeit für eine Aufnahmepause. Okay, ich muss jetzt hier doch mal einen Cut setzen. Ne, du wirst es sicher auch verstehen. Wir müssen dann wohl im nächsten Part erst weitermachen, ne? Es ist... ich habe mich jetzt schon viel zu lange hier, ne? So, wir müssen jetzt leider. Ja, also, im nächsten Part wird es dann weitergehen. Ich bin echt noch gespannt. Es gefällt mir echt gut, die Questreihe. Jetzt gerade bin ich aber in so einem Moment... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es fühlt sich ein bisschen an, als wäre es so das Ende der Questreihe. Als wäre man nah am Ende. Und dann will man einfach weitermachen. Will man sich nicht von irgendwelchen, keine Ahnung, Gegnern jetzt groß da was erzählen lassen oder irgendwie sonst was. Sondern man will einfach weitermachen. Man will wissen, was passiert. Man will wissen, wie es endet. Und so fühlt es sich für mich auch gerade an. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon am Ende sind. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen weiter. Wobei, ich glaube schon, dass es sich sehr bald auflösen wird. Sehr, sehr bald. Aber, gut, werden wir erst im nächsten Part erfahren. Und ich auch, weil ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Das heißt, für mich wird es jetzt auch eine längere, ein großer Cliffhanger quasi. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also dann, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bin mega gespannt. Bis dahin. Ciao.